Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und wir machen heute zusammen eine Kürbissuppe mit Kokosmilch. Es ist Herbst. Bei uns stürmen draußen die Herbststürme und das nicht zu knapp. Und Herbstzeit ist natürlich auch immer Kürbiszeit. Und deswegen machen wir heute eine Kürbissuppe mit Kokosmilch und vielen schönen Gewürzen. Die ist sehr lecker, die haben wir schon oft gegessen. Und deswegen koche ich die heute mal mit euch zusammen. Zunächst geben wir in den Mixtopf eine Knoblauchzehe und eine halbe Zwiebel. Wer mag, kann jetzt hier noch etwas Ingwer dazugeben in Scheibchen, vielleicht so eine halbe Walnussgröße. Aber manchmal ist mir das zu scharf, deswegen lasse ich heute mal den Ingwer weg. Wir setzen den Deckel inklusive Messbecher auf und zerkleinern jetzt die Zwiebel und den Knoblauch 4 Sekunden lang bei Stufe 5. Das schieben wir jetzt mit dem Spatel nach unten. Nicht in den Topf gucken, sonst gibt es Tränen. Je nachdem, wie scharf eure Zwiebeln sind, dann ist das Make-up nämlich hinüber, das sage ich euch. Dazu kommen jetzt 20 Gramm Butter. Und dann dünsten wir jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch an. Und zwar 2 Minuten bei 120 Grad und Stufe 1. Ich habe schon mal ein wenig vorgearbeitet und zwar verwende ich einen Hokkaido-Kürbis. Bei Hokkaido kann man die Schale dran lassen. Ihr solltet lediglich vielleicht schadhafte Stellen oder hässliche Stellen von außen etwas entfernen, aber die Schale kann grundsätzlich dranbleiben bei diesem Kürbis. Der Kürbis wurde halbiert und das Innenleben mit einem Löffel herausgeschabt und dann in so handliche Stückchen geschnitten. Und das geben wir gleich in unseren Mixtopf und zerkleinern das, bevor wir dann mit der Kürbissuppe weitermachen. Zwiebeln und Knoblauch sind angedünstet. Jetzt geben wir unser 400 Gramm Kürbisfleisch hinzu. Da ich das vorher nicht abgewogen habe, verwende ich hier mal die Thermomix-Waage. Mache ich sonst natürlich auch. Nur in den Videos oft nicht, weil das einfach alles zu lange dauert. Ihr möchtet ja nicht ewig warten. So, und das wird jetzt wieder mit eingesetztem Messbecher zerkleinert. 5 Sekunden bei Stufe 5. Das wird jetzt laut. So, das klingt manchmal wie ein Turbo, wenn der Thermomix loslegt und so harte Sachen wie jetzt eben diesen Kürbis zerkleinert. Kleine Kinder und auch meine Katzen manchmal sind dann sehr erschrocken und Kinder fangen an zu weinen, die Katzen springen davon. Das ist aber halt ganz normal. Da muss man sich keine Sorgen machen. So, jetzt kommen hinzu 125 Gramm Wasser, 250 Gramm Kokosmilch. Hatte da Bio-Kokosmilch, 200 Gramm Tomaten aus der Dose geschält, inklusive der Flüssigkeit. Das war also eine halbe Dose von diesen ganz normalen Dosen, die man da so zu kaufen bekommt. Dann habe ich hier schon Gewürze gemischt, nämlich ein halber Teelöffel Paprika, ein halber Teelöffel Curry, ein halber Teelöffel Salz. Eine Prise Cayenne-Pfeffer und da kommen dann gleich noch hinzu ein gehäufter Teelöffel Gewürzpaste für Gemüsebrühe, den ich nach einem Rezept aus dem Cookie Doo natürlich auch selbst gemacht habe. Ich die habe, verwende ich absolut keine Brühwürfel mehr. Ich finde das so mega lecker, wenn man damit kocht. Also alle, die noch überlegen, ob sie diese Gewürzpaste selber machen, macht. Das ist echt besser als gekaufte Brühwürfel. Sowohl geschmacklich wie auch, dass man einfach Kontrolle hat, welche Inhaltsstoffe dann in das Essen kommen. Und ich gebe jetzt noch ein bisschen gemahlenen Muskat hinzu. Ich
So, das waren im Prinzip schon alle Zutaten. Sieht jetzt auch echt schön aus. Weiß nicht. Ich hoffe, man sieht es. So, wir setzen unseren Deckel inklusive Messbecher auf und jetzt für 20 Minuten bei 100 Grad und Stufe 2 unsere Kürbissuppe gekocht. Bis gleich. Die angehende Kürbissuppe hat 20 Minuten gekocht. Wir müssen die jetzt natürlich noch pürieren. Dafür müssen wir auch gar nichts verändern. Der Messbecher und Deckel bleiben aufgesetzt und jetzt wird 8 Sekunden püriert. Und dafür erhöhen wir die Geschwindigkeit des Messers stufenweise von Stufe 5 auf 9. Ne, wenn wir gleich auf 9 drehen, dann hüpft uns vielleicht der Thermomix vom Tisch. Das wollen wir ja nicht. So, das sieht lecker aus. Und dampft auch schön. Dann werde ich das jetzt mal abschmecken. Schmeckt perfekt, kann so bleiben. Müssen wir gar nichts dran verändern, ne? Man kann jetzt natürlich noch etwas nachwürzen, aber ich finde die perfekt, so wie sie ist. Wir verteilen das jetzt auf zwei Teller. Das sind so 2 bis 3 Portionen. Wenn was übrig bleibt, gibt es das heute Abend noch dazu. Aber ich denke, das sind genau 2 Portionen. Wenn ihr mehr von der Kürbissuppe machen möchtet, könnt ihr natürlich die Zutaten entsprechend erhöhen. So bis maximal 4 Portionen, also verdoppeln zu dem, was ich hier angegeben habe. Ich gebe jetzt da, das ist aber mehr zur Deko, noch ein paar Sonnenblumenkerne auf unsere Suppenschüsseln. Und etwas Kürbiskernöl, das ist alles optional, könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Kann man aber so schöne Muster mitmachen. Und ich finde, das schmeckt auch. Wir stellen das Kürbiskernöl dann immer auch noch auf den Tisch, falls sich jemand noch was mehr nehmen möchte. Dann kann der das ja tun. So, das war unsere Kürbissuppe mit Kokosmilch. Die ist richtig lecker. Foto gibt es natürlich noch. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Wir gehen jetzt an den Tisch und essen unsere Kürbissuppe auf. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Eure Christina, bis bald.